Thomas. Commander, Edie ist offline. Was meinen Sie mit offline? Ich weiß nicht. Sie antwortet nicht und die KI-Kerndiagnose streikt auch. Sie sollten runtergehen. Auf Deck 3. Okay, machen wir sofort. Aber jetzt möchte ich nochmal persönlich mit dir reden, Joker. Oh, Joker. Hallo, ich komme zu dir. Commander, ich weiß nicht, was genau los ist, aber es kommt vom KI-Kern. Ich gehe runter. Sofort vielleicht? Ja, ich werde deine Freundin retten. Wenn man bedenkt, dass die sich am Anfang überhaupt nicht verstanden haben, die beiden, macht er sich ganz schön viele Sorgen. Kommunikationssysteme drehen durch. Was auch immer da los ist, es geht von Deck 3 aus. Versuchen Sie, Edie zu erreichen. Ich überprüfe den KI-Kern. Was blockiert mich? Was da auch am Werk ist, es hat Edie offline geschaltet. Okay. Hier vielleicht noch Nachrichten. Doc sagt, ich bin bereit für den Besuch. Hey Shepard, durch eine wilde Mischung von medizinischen Wundern und purem Glück habe ich meine Verletzung vom Mars überlebt. Die Ärzte sagen, sie könnten mich noch nicht entlassen, aber falls ihre Zeit es erlaubt, würde ich sie gerne sehen. Schauen Sie mal in mein Krankenzimmer vorbei, wenn Sie auf der Zitadelle sind. Absender blockiert. Commander. Mein Name ist Jordum Bau. Ich gehöre zu Special Tactics and Recon. STR. Okay. Obwohl viele immer noch Bedenken wegen ihrer früheren Aktivitäten für Cerberus hegen, haben viele von uns bei STR ihre Warnung von den Reapern ernst genommen. Ich wende mich jetzt an Sie, weil ich Informationen habe, dass Agenten bei beträchtlicher politischer Macht in Verbindung mit den Reapern stehen. Falls Sie die Zeit fänden, mich in der Citadel-Botschaft zu treffen, wäre ich für eine diskrete Unterstützung dankbar. Okay. Ich habe einen Vorschlag für Sie, Shepard, den Sie bestimmt nicht ausschlagen wollen. Ich bin in meinem Nachtclub auf der Citadel. Was? Ich bin in einem Nachtclub auf der Citadel, der Puktori heißt. Lassen Sie mich nicht zu lange warten, Aria. Ach, die Aria also auch. Na gut. Dann wollen wir erstmal gucken, was hier los ist. VI-Kern. Wo war denn hier der VI-Kern? Ich weiß es nicht mehr. Das Problem liegt woanders. Bei mir sind alle Systeme grün. Sind Sie sicher? Vielleicht wurde etwas nicht richtig kalibriert. Sie wissen nicht, mit wem Sie gerade reden, oder? Schon gut, war nur ein Test. Wenn Sie Shepard sehen, sagen Sie ihm, er soll zum KI-Kern gehen und rausfinden, was da los ist. Alles klar. Sie haben's gehört. Garrus, Sie haben also sofort mit der Arbeit begonnen. Hier unten ist jedenfalls alles in Ordnung. Außerdem, nach den letzten Ereignissen ist das Kalibrieren eines Geschützes der reinste Urlaub. Und es lenkt mich ab. Wir brauchen sie aber nicht nur fürs Ziel. Oh, ich bin bereit. Aber große Geschütze brauchen wir sicher auch. Jede Menge sogar. Die Sovereign ist nicht kampflos untergegangen. Das wird bei ihren Freunden nicht anders sein. Ob es wirklich klug war, Pelevent zu verlassen? Das kann ich nachfühlen. Auf der Erde war dieser Junge höchstens 6 oder 7. Als die Normandy dem Angriff entkam, habe ich ihn sterben sehen. Irgendwie lebe ich noch und er nicht. Mit den Reapern recht zu haben, fühlt sich nicht wie ein Sieg an, oder? Wir wussten beide, es wird ein harter Kampf. Und den haben die Reaper geliefert. Meine Regierung hat wenigstens zugehört. Oder so getan. Ich habe eine Einsatztruppe bekommen, damit ich den Mund halte. Sie sind nun Experte und Berater? Sie waren dabei mein Vorbild, Shepard. Wenn man laut genug schreit, kommt irgendwann wer und fragt, was der Krach soll. Nicht, dass sie tatsächlich etwas dagegen tun. Und wollen dann, dass man ihn abstellt. Nicht so wie früher, was? Abtrünniger Spectre und Mann von Seesicherheit ballern wild um sich und entscheiden alles ganz spontan. Wir sind jetzt respektabel. Ja, es wird trotzdem nicht einfach. Und dieser Respekt wird begleitet von jeder Menge schlafloser Nächte. Ich kann nicht mal zählen, wie viele Leben von uns abhängen. Naja, wenn's mal ganz übel aussieht, und das kommt bestimmt. Denken Sie dran, einer Ihrer turianischen Freunde schläft auch nicht besser.
Und er würde sie liebend gerne an der Bar treffen und unter den Tisch trinken. Wollen Sie noch über was anderes reden? Über Ihre Familie. Sie sagten, Sie hätten noch Familie auf Palavan. Mein Vater und meine Schwester. Wie lange haben Sie nichts mehr von ihnen gehört? Lang genug, um besorgt zu sein. Keine Sorge. Ihnen geht's sicher gut. Kennen Sie das Problem mit dem Altwerden, Shepard? Die Plattitüden altern mit. Bald bleibt uns nur noch blinde Hoffnung. Und ich bin ungern blind. Unsere Siegschance. Ich weiß, Sie machen sich über unsere Feinde keine Illusionen, Garrus. Wie sehen Sie unsere Chancen? Im Moment sieht's schlecht aus. Aber ich glaube an den Sieg. Denn zum ersten Mal sind wir in diesem Kampf nicht alleine. Etwas habe ich bei C-Sicherheit gelernt. Wer befürchtet, bald grausam zu sterben, ist ziemlich motiviert. Statt ständig an ihnen zu zweifeln, werden ganze Zivilisationen darum betteln, dass sie sie retten. Kein Zweifel? Nach dem, was auf Palavan passiert ist, glauben Sie das noch? Natürlich wird es Verluste geben. Aber das lernen Turianer schon von Geburt an. Wenn am Ende eines Krieges nur einer überlebt, ist das bereits ein Sieg. Aber die Menschen wollen immer alle retten. Das wird in diesem Krieg nicht passieren. Ihre Einsatzgruppe, Truppe. Was haben Sie da für eine Reaper-Einsatztruppe geleitet? Nach der Kollektorenbasis wusste ich, die Zeit wird knapp. Für uns alle. Der Citadel-Rat war eine Sackgasse, also tat ich etwas, was ich nie wollte. Ich ging zu meinem Vater. Er war bei C-Sicherheit, oder? Und er hat sie nicht ganz gleichberechtigt behandelt, richtig? Gelinde gesagt. Aber er hatte großen Einfluss auf die turianische Regierung. Der Primarch, also der Alte, war sein Freund. Also ging ich zu meinem Vater und erzählte ihm alles, was wir über die Reaper wissen. Und Saren bis zur Kollektorenbasis. Er hat wahrscheinlich gelacht. Und dann hat er sie ausgelacht. Gar nicht. Er hat nur zugehört. Mein Vater ist pedantisch, was Regeln und Vorschriften angeht. Aber die Politik hat nie sein Urteilsvermögen vernebelt. Wenn Verbindungen da waren, leugnete er sie nicht. Und er erkannte, was wir schon wussten. Die Reaper kommen. Schön, dass mal jemand zustimmt. Er hat mehr getan. Er ist damit zum Primarchen gegangen. Sein Stil gefällt mir. Leider war der Primarch nicht so überzeugt. Mein Vater blieb hartnäckig und bekam einige Ressourcen zugeteilt. Die nennt man dann Einsatztruppe und hat das Gefühl, man habe etwas unternommen. Irgendwelche Ergebnisse? Was haben Sie gemacht? So viel mir möglich war und noch ein wenig mehr. Wir sicherten unsere Kommunikationswege, stockten die Notfallvorräte in den Kolonien auf und verbesserten unsere Frühwarnprotokolle. Hat's geholfen? Ich hoffe, es hat unserer Flotte etwas Zeit verschafft. Nach dem Krieg wissen wir es. Okay. Primarch Victus. Würden Sie für den neuen Primarchen bürgen? Selbst wenn nicht, ziehen Sie mit dem in den Krieg, was Sie haben. Wird er sein Wort halten? Victus hat noch nie gelogen. Er ändert oft seine Strategie, würde aber nie einen Verbündeten hintergehen. Und falls doch, suchen wir eben einen neuen Primarchen. Vielleicht werden Sie es. Generäle salutieren vor Ihnen, Garrus. Wo in der Amtsnachfolge stehen Sie eigentlich? Reden wir nicht davon. Primarch Vakarian, verehrter Kriegsheld. Irgendjemand muss Palavan wieder aufbauen, wenn alles vorbei ist. Ja, jemand, der mit einem Hammer umgehen kann. Na gut, das war's jetzt mal. Das ist vorerst alles. Wirklich schön, dass Sie zurück sind. Diesen Kampf verpasse ich bestimmt nicht. Ich bin sicher, hier unten hat jemand Mist gebaut. Ich muss das alte Mädchen wieder in Bestform bringen. Schaffst du schon. Hast es ja die letzten 15 Male auch geschafft. Okay. Wer ist hier? Hier ist, glaube ich, Liara, ne? Shepard, was ist da los? Etwas ist im KI-Kern. Edi, Sie sollten schnell dahin gehen. Ich sehe auf meinen eigenen Computer nach. Diagnose im Sicherheitsmodul gestartet. Erstmal reden. Shepard, was ist da los? Etwas ist im KI-Kern. Edi, Sie sollten schnell da. Dann gucken wir mal hier. Upgrade. Ich sehe auf meinen eigenen Computer nach. Eine. Na gut. Was haben wir hier?
Allianz-Verhörprotokoll, Cerberus-Agentin. Allianz-Befragter. Igitt, Sie sehen sich die Implantate, die Sie im Gesicht... Was? Sehen Sie sich die Implantate an, die sie im Gesicht hat. Psst, sie ist wach. Hallo, wissen Sie, wo Sie sich befinden? Ist Ihnen klar, was Sie in was für Schwierigkeiten Sie stecken? Hey, ganz ruhig. Hören Sie, Sie stecken wirklich in Schwierigkeiten. Aber ich will... Das will ich nicht leugnen. Aber das lässt sich bestimmt eine Lösung finden. Es lässt sich bestimmt eine Lösung finden, wenn Sie uns helfen können. Explosion. Alles okay? Aber verdammt nochmal, sie ist tot. Was? Die ganze Vorderseite ihres Gesichts ist weg. Sowas wie eine Granate im Auge? Oh, scheiße. Ob die bei Cerberus alle so ausgerüstet werden? Bestimmt. Boah, wieder in meine eigene Spucke verschluckt. Mann. Zu viel Spucke im Mund. Das ist alles so hart. Okay, das klingt jetzt falsch. Was haben wir denn hier? Oh, Doktor. Ist alles okay? Alles genau okay. Genau das werde ich herausfinden. So, hier haben wir ja noch ein paar... Was haben wir denn hier? Panzerbrechende Munition. Schalten Sie schwer gepanzerte Einheiten aus. Erhöhter Waffenschaden, mehr Schaden gegen Panzerung. Kaufen. Verstärkte Panzerung durch geschützte, bla bla bla. Kaufen wir auch. Kaufen? Kaufen. Hä? Verstehe ich nicht. Ach so. Ich bin auch bescheuert. Wieder 10.000 Credits für nichts ausgegeben. Na gut. Ah, ja. Manchmal bin ich echt hohl wie eine Fritte. So. Komme ich denn jetzt? Da. 11 Punkte? Panzerbrechende Munition. Achso, weil wir das andere weggenommen haben, ja. Aber ich glaube, die panzerbrechende Munition ist einfach wichtiger. Als das andere. Erhöhte Gesundheits- und panzerbrechenden Schaden. Gruppenmitglieder erhalten Munition mit 50% Effektivität. Munitionskapazität. Erhöhte Gesundheits- und Panzerungsschaden. Munitionskraft. Was heißt denn Munitionskraft? Ich glaube, nehme ich aber das hier. Mehr Schaden. Finde ich irgendwie sinniger. Bestätigen. Fortfahren. Mal speichern und dann reden wir mit dem Techniker Adams. Die automatischen Systeme haben das Feuer eingedämmt. Es müsste jetzt sicher sein, reinzugehen. Wir folgen Ihnen. Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Ich klär das. Edi, was ist denn? Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen, Shepard? Edi? Ja. Sie sind in Dr. Ivers Körper. Nicht ganz. Aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Moment, was ist denn passiert? Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst,
Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Ja, aber das war gefährlich, hallo? Edie, Sie müssen uns bei solchen Vorfällen alarmieren und dürfen sie nicht alleine klären. Die Crew zu informieren wäre kontraproduktiv gewesen. Ihre Reaktionszeit hätte alle Hilfsversuche viel zu lange verzögert. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie meinen, Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die Normandy nicht erreicht. Testen Sie ihn zuerst. Vorher müssen Sie garantieren, dass dieser Mech keine weiteren Überraschungen in sich trägt. Lassen Sie Tests laufen und dann reden wir über den Einsatz in Kampfsituationen. Moment. Tests laufen. Abgeschlossen. Ich kann Ihnen einen vollständigen Bericht senden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew sie skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Darin sind wir uns einig. Ja. Naja, dann. Hat sie sich einfach meinen Körper besorgt. Ja, was heißt besorgt, aber... Ist da gerade Edie vorbeigegangen? Ja, das war sie. Joker wird daran seine helle Freude haben. Vermutlich. Da werden wir gleich mal hingehen und gucken, was er sagt.